Leute, ich wollte zwar keinen Beitrag mehr machen, aber mir ist noch was klar geworden. Das ist unbedingt wichtig. Zulassen. Ja? Also das Wort zu. ZU. Also wer mich noch nicht wahrgenommen hat, erfasst hat, ich bin Zungshon. Joshua Zungshon. Thema geht über zu. Das Wort zu. ZU. Also es ist Zulu und Ulrich. Ja. Und hin. H-I-N. Hin. Zu und hin. Was das genau heißt. Auflösung, meine Freunde. So. Ich will es kurz halten. Also, was meine ich mit? Man sagt doch, jetzt nehmen wir auch Schöpferwissen, Tim. Bam, bam, bam. Mistkerle. Mistkerle, ehrlich. Mistkerle. Na, Freunde, die gehen mir so auf den Sack, Ma. Muss so viel aufräumen hier. Wir haben nichts verstanden, ne? Nichts. Nada. Also nicht verstanden mit dem Verstand, versteht ihr? Wir haben es vielleicht wahrgenommen mit Gefühlen, Intuitionen. Aber es ist ja formlos. Aber man muss es in Form bringen. In Klarheit, in logischer Sinnfolge bringen. So, diese provokante. Die werden es wahrscheinlich sowieso nicht sehen. Und wenn, macht sowieso nicht Klick bei denen. Also, who cares, ne? Who cares? Es geht ja sowieso alles auf mich. Ich war ja nicht anders. Deswegen kann ich das jetzt so ausdrücken, so witzmäßig gestalten. Aber wieder, die haben doch immer. Das ist nur ein Beispiel. Die haben immer gesagt, ich habe das auch gesagt, hinhören. Irgendwann mal habe ich das sein gelassen, das Hinhören. Hinschauer. Versteht ihr, was zu und hin heißt? Zuhören heißt nicht sich verschließen. Da habt ihr was vollkommen. Versteht ihr? Zuhören, zuhören. Zuhören heißt nicht zu machen. Versteht ihr? Zu ist ein eigenes Wort. Das kombiniert wird mit anderen Wörtern. Nehmen wir mal ein Beispiel. Zu schließen. Zu schließen. Zu schließen heißt von sich heraus ein Schloss schließen. Wie easy ist es das denn? Habt ihr aufgepasst? Zuschließen. Zu, Bindestrich, schließen. Zu heißt von sich heraus nach innen. Von innen heraus, nach innen, von innen, also, ja, nee, nach innen, erkennt ihr, dass das Schloss auf ist, und das wollt ihr jetzt schließen. Und ihr nennt es dann zuschließen. Aber eigentlich heißt es ja nur schließen. Wisst ihr, was ich meine? Also nochmal, zuschließen. Ich gehe von mir heraus, nach innen, ich gehe nach innen, nehme es wahr. Nach innen gehen heißt wahrnehmen, der Eindruck. Aha, da ist was offen. Ein Schloss ist offen, eine Tür ist offen. Aha, jetzt will ich es zuschließen. Was heißt das? Ich gehe nach innen, nehme es wahr, diesen Schloss wahr, die Tür wahr, das ist offen und gehe jetzt nach innen und von mir heraus, von mir selber, gehe ich jetzt zu der Tür, zum Schloss, Freunde, und schließe es. Also habe ich es zu geschlossen. Ich habe es zugemacht. Ich habe es gemacht. Von mir aus. Ich habe es gemacht. Von mir. Nach innen. Zu ist nach innen. Von mir nach innen. Von von innen nach außen. Nach innen. Erstmal nach innen, dann von da wieder nach außen. Nochmal. Wenn ich zuschließen. Zuschließen. Ich nehme es wahr, nach innen gehe ich. Die Tür ist offen. Es muss geschlossen werden. Muss ich schließen. Das ist das Korrekte. Nicht. Du kannst auch zuschließen sagen, weil. Aber wenn man das jetzt beides nur für eigenständiges Wort, das dann kombiniert. So. Okay. Ich will es schließen. Zack, 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 zack. Ja? Schließe es jetzt.
Also habe ich es zu geschlossen, habe ich einfach geschlossen, zugemacht. Ich habe es gemacht. Von mir habe ich es gemacht. Ich bin nach innen gegangen, habe es von mir aus selber gemacht, von innen nach raus, von innen nach außen zugemacht. Ich habe es gemacht. Ich habe es gemacht. Ich habe es gemacht. Von mir heraus gemacht. Zu gemacht. Zu gemacht. Zu gemacht. Das sind zweierlei Dinge. Oder zuhören. 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 Nicht zuhören, nicht so, nein. Zuhören. Es zulassen. Zuhören. Zu ist für sich selber. Nach innen. Wahrnehmen. Wahrnehmung ist zulassen. Ist zuhören. Ich lasse es zu, in mir hereinzukommen. Nach innen zu gehen, den Eindruck zu wahrzunehmen. Zuhören. Zuhören. Nicht hinhören. Nicht hin. Hinhören ist nach außen. Ich muss dahin, um zu schließen. Er geht ja nach außen. Er geht nach außen, er geht nicht zuerst nach innen, sondern er bleibt außen, er geht nach außen. Eigentlich ist es so, erstmal nach innen zu gehen und dann nach außen. Nicht umgekehrt. Ja, okay. Vice versa, alles ist, also nur ganz einfach halten. Also das Zu ist die Wahrnehmung. Ich nehme es wahr, ich nehme alles wahr, ich lasse es zu. Ich lasse es in mir hinein. Ich gehe nach innen. Ich bin der Eindruck, ich gehe ein Eindruck. Und hören ist danach. Ich höre es. Ich bin nach innen gegangen, um es wahrzunehmen, um es zu hören. Zu hören. Zu. Leerstrich hören. Zu mir. Das heißt zu mir. Das heißt nicht zu machen zu mir. Das heißt doch zu mir. Zu mir. Versteht ihr? Das heißt nicht zu schließen. Es kommt zu mir. Es kommt zu mir. Nach innen. Mein Eindruck kommt zu mir. Das, was ich sehe, zu mir. Zu mir. Versteht ihr? Zu mir. Wahrnehmung. Eindruck. Zu mir. Zu mir. Ja, ich wiederhole es so oft, dass es Klick macht. Ey, Alter, das ist ja zu mir. Das heißt nicht zu machen. Das heißt nicht, ja, zulassen. Zu mir. Zu mir. In Kombination mit anderen Wörtern. Nach innen. Nach innen. So, und das Hinhören oder Hingabe, hingehen, ja. Hinhören ist nur nach außen, Erfassung. Hin ist die Erfassung des Äußeren. Hin, ich gehe hin zu das Äußere. Ich bin ja nicht bei mir, ich gehe hin. Ich setze meinen Körper in Bewegung und gehe zum Beispiel zur Tür, zur offenen Tür gehe ich hin. Ich gehe hin. Ich habe es erst nicht mal wahrgenommen, zu sehen, Tür ist offen, also muss ich es zuschließen, also muss ich schließen. Nee. Ich gehe hin. Stehe jetzt davor. Ich stehe davor. Ich gehe nach außen. Erfassung. Ich habe das gesehen. Euer Blick ist draußen. Nicht nach innen, sondern nach draußen. Nach außen. Hingehen. Hingabe. Hinsehen, ja, hinhören, ist immer nach außen. Das ist die Erfassung. Da geht ihr nicht nach innen. Da seid ihr außen. Da ist euer Blick draußen. Das Äußere halt. Der Ausdruck. Hallo, der Ausdruck. Ja. Hin ist nach außen. Ist die Erfassung. Ist die Begrenzung. Ist die Formsache. Das, was ihr da außen seht. Das hat meine liebe Partnerin auch gut gesagt, mit Hingabe, sich was hingeben nach außen, ja, sich für das Äußere sich hinzugeben, ja, hingeben, also nicht hinzugeben, sondern hingeben, für den,
Oder zugeben. Ich stehe ein, ich gebe zu, gehe ich nach mir, nach innen, meine Wahrnehmung. Ja, meine Wahrnehmung. Ich gebe zu, zugeben, dass ich das nicht so korrekt ausgedrückt habe oder irgendwie nicht verständlich war. Da gebe ich zu. Ich zu mir nach innen die Wahrnehmung, dass das, was ich getan habe, nicht in Ordnung war. Man muss dazu stehen, ich muss es zulassen, dass ich das nicht korrekt ausgedrückt habe. Dass das meine Verantwortung ist. Muss ich zugeben. Also gehe ich nach innen, nehme es wahr und sage es euch. Hingeben ist nach außen. Ich gebe mich für jemanden hin. Da gehe ich nicht nach innen. Da bin ich für den, bin ich für das Äußere, für die Fassung. Ich bin da in der Form, die Begrenzung. Mein Blick ist draußen. Ich bin nicht innen, ich bin draußen. Außen. Versteht ihr? Ausdruck. Das ist nur der Ausdruck. Aber ihr müsst den Eindruck sein. Und das natürlich in Verbindung bringen. Also nochmal. Zu hören heißt nicht zu schließen. Zu machen. Zu, das Wort zu ist für sich ein eigenständiges Wort. Das heißt zu mir. Wahrnehmen. Innenleben, Eindruck. Hin ist nach draußen, ist aus, Ausdruck. Erfassung. Blick bleibt dort, Blick bleibt dort, geht nicht nach innen, bleibt dort. Seht ihr, wenn ihr die Tür seht, hinseht, die Tür hinseht, erfasst, dann erfasst ihr die Tür und könnt zu dieser Tür werden, im Sinne, ihr könnt euch so begrenzt machen, dass ihr nur noch die Tür seht. Aber wenn ihr zusieht, zusehen, die Tür zusehen, nicht zu, nimmt es wahr und sieht die Tür. Ihr sieht die Tür da. Ihr seid offen. Ihr seid in der Wahrnehmung. Ihr sieht alles. Ihr sieht alles. Ihr sieht nicht nur die Tür. Hinsehen. Zusehen. Ich sehe zu. Ich sehe alles zu. Ich lasse es zu. Ja, ich lasse es zu. Nicht hinsehen. Das ist Erfassung. Das ist die Formsache. Und es kann sehr begrenzt werden, einseitig werden, wenn man zu lange das macht. Kurze Zeit könnt ihr das machen, aber dann seht ihr nur die Tür und ihr seht dann nicht die Rahmen oder das Außen drumherum. Hinsehen ist nur fixieren, sich an was fixieren. Ja. Zusehen ist, ich sehe alles zu, ich sehe alles. Damit beende ich das jetzt, ich denke, das reicht. Mehr wollte ich nicht zu sagen. Das wollte ich noch aufklären, was zu und hin heißt, in Kombination von anderen Wörtern. Versteht ihr? Jedes Wort ist ein eigenständiges Wort mit Wissen drin, das pur und rein ist. Es wird nur kombiniert mit anderen Wörtern. Zu heißt zu, hin heißt hin. In Kombination ergibt dann was anderes. Aber zu heißt nicht zu schließen, zu machen. Ja? Hin. Hin heißt nicht zuhören. Hin heißt nicht zu. Zu heißt nicht hin. In diesem Fall, in dieser begrenzten, vereinfachten Wort, weil die Wörter sind in dem Fall, sagen wir mal, so vereinfacht, begrenzt, einseitig, aber wenn man das kombiniert, das in Verbindung bringt, die Wahrnehmung und die Erfassung, den Eindruck und Ausdruck, dann habt ihr das Gleichgewicht. Habt ihr zwei Gegensätze wieder in Verbindung gebracht und somit die Gleichheit erschaffen. Darum geht's. Also, nimm's mir nicht übel, wenn ich das Schöpferwissen-Team wirklich, ich habe Eier in der Hose, das ist mir, die sind mir so für mich, Freunde, ich habe es für mich schon längst abgeschlossen. Aber die haben mit den Wörtern so viel verwirrt, nur Verwirrung geschafft, richtig Verwirrung geschafft, mit dieser ganzen Wortwahl, frag so sehr, ja. Dass ich das jetzt aufräume. Weil nur Intuition, nur Wahrnehmung, immer nur Formlosigkeit, 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 la, 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 ja.
Formlos, Chaos, Chaos, Verwirrung, Chaos, nicht in Form gebracht, nicht in Fassung, reden von Form, aber sind formlos, sind nur Körperbasis, nur Körperschaft. Okay, jetzt heißt es, ich zeig den Finger drauf. Nein, ich will nur zeigen, dass ich selber da drin war und ich will nur euch sagen, macht nicht denselben Quatsch wie ich oder Schöpferwissen-Team. Okay? Macht nicht denselben Quatsch. Ich bin Gott sei Dank da jetzt draußen. Ich muss ganz ehrlich sein, Freunde. Was ist das? Ja, was ist das, was die da veranstalten? Was ist das? Das ist Begrenzung, das ist Einseitigkeit für mich. Ich rede, die sollen das nicht persönlich nehmen, ich nehme es auch gar nicht persönlich, aber steht, das ist nur ein Beispiel, da könnt ihr nochmal hinsehen, ne, zusehen, ja, wahrnehmen und nochmal erfassen, ja, nicht nur einseitig, sondern alles in Verbindung bringen, Erfassung wahrnehmen, Eindruck und Ausdruck in Verbindung bringen, zu und hin, ja, Eindruck, Ausdruck, bringt es in Verbindung und dann sieht er wirklich, was da ist, was da gerade ist, wo sie gerade stehen. Und ich war da selber drin, habe das selber geglaubt, ja, habe selber die Wörter verwendet, die total begrenzt waren, total nicht, ich habe sie selber nicht verstanden, ich habe es einfach nur angenommen, nur nachgeahmt, ja, das gebe ich zu, das gebe ich zu, ne? Aber ich gebe nicht mehr den hin. Ich habe mich den hingegeben. Bitte. Ich habe mich den hingegeben. Und ich gebe jetzt zu, dass diese Hingabe von mir nur die Hingabe war. Also von mir selbst weg. Nicht in Einklang gebracht. Aber erst kommt der Eindruck und dann der Ausdruck. Aber gleichzeitig ist der Ausdruck der Eindruck. Aber steht, die Idee, der Gedanke kommt erst im Eindruck. Dann könnt ihr es zum Ausdruck bringen, weil der Geist erschafft. Der Geist ist formlos. Und der Ausdruck bringt es in Form. Und nimmt mir das nicht übel, Schöpferwissen-Team oder wenn ihr das seht, oder die damit in Verbindung sind mit Kanälen und was, macht nicht denselben Fehler, was ich gemacht habe. Das ist kein Fehler. Es ist ein Learning by Doing. Ich kläre das nur jetzt auf und sage euch klipp und klar und tachless, ja, tachless, auf den Punkt kommend, dass die Wortwahl, die sie verwenden, nur Verwirrung schafft. Und ich habe es jetzt soweit immer wieder aufgeklärt, annulliert, neutralisiert, mit Programmbehaftungen, was damit gemeint ist, wie es klingt. Und jetzt habe ich erkannt, dieses Hinhören oder Hinschauen oder dieses völlig verdreht. Hinhören heißt nicht zuhören. Wahrnehmung ist nicht gleich Erfassung. Erfassung ist Erfassung. Wahrnehmung ist Wahrnehmung und sollte die Wörter so belassen, wie sie wirklich heißen, was sie für eine Funktion haben. Die Energie soll so bleiben, die Funktion, der Ausdruck, die Form soll so bleiben, wie sie bleiben, wie sie geschaffen wurde, um das so auszudrücken. Stehen lassen, nicht vermischen, irgendwas hineininterpretieren, weil es ist ja schon vollendet für sich selber. Man kann es halt mit Sachen kombinieren. Aber man kann nicht, was schon ist, was schon geschaffen ist, was die Funktion schon beinhaltet, die Energie sich schon geformt hat, ja, und ein Wissen, das reine Wissen, das kannst du doch nicht interpretieren, dass zuhören zuschließen heißt. Oder das Zuhören hinhören heißt. Also, dass die Wahrnehmung eigentlich die Erfassung heißt. Das ist verkehrtes Denken, versteht ihr, verkehrte Wortwahl, das ist. Da ist es klar, dass Verwirrung geschafft wird. Hä? Wie? Was? Wieso auf einmal hinhören? Hinhören ist ja doch nach außen, nicht nach innen. Den Blick nach außen verlieren. Ich bin jetzt. Es muss mal raus. Versteht ihr? Macht nicht dasselbe, was ich gemacht habe. Ich rede der Schöpferwissen-Team, weil die noch so drauf sind. Ja. Noch ist. Ich bin da raus. Wie gesagt, ich bin nicht besser als die. Ja, ich habe genau dieselbe Soße gemacht. Ich habe genau dieselbe Soße. Ich habe es ja von denen. Und ich habe von denen sehr viel gelernt. Bin ich auch froh darüber und dankbar darüber. Aber man muss das mal aufklären, weil das schafft nur Verwirrung, was die da machen mit der Wortwahl. Alles verdrehen, alles verkehrt, das ist das. Hä? Das schafft Verwirrung. Das macht alles wieder kaputt, sage ich mal so. Vermischung. Was? Wie? Was? Wo bin ich?
Weil sie formlos sind. Die sind formlos. Nur Gefühl, nur Emotion. Ja, was heißt Emotion? Die sind ja im Sinne nur bei sich. Nur bei sich. In sich eingeschlossen. In sich gesperrt. Sie haben zugemacht. Sie haben sich selber gemacht. Zugemacht. Zu heißt nicht geschlossen. Zu heißt in sich hinein, nach innen, haben sie sich geschlossen. Eingeschlossen. Den Geist haben sie eingeschlossen. Zugeschlossen. Zu ist zu mir. Sich selber. Die haben sich zugemacht. Sich selber, yeah. Und da es nur innen ist, und was sie dann nach draußen bringt, ist irgendeine Formlosigkeit von innen. Weil es nicht mehr ein Gleichgewicht ist. Deswegen ist der Ausdruck so miserabel, Freunde, so miserabel. Muss ich mal so sagen. Versteht, das ist jetzt nicht. Ich rede auch von mir. Ich habe es nicht anders gemacht. Ich habe es echt nicht anders gemacht. Aber da ich es jetzt besser weiß, ja, sage ich das zu euch, damit ihr nicht dasselbe macht wie ich und wie die. Weil ihr sieht nur hin, sieht zu, sieht einfach zu, nimmt es wahr und erfasst im Einklang beides, nicht nur eins, beides. Das hier, erstmal das hier, alles wahrnehmen und dann das hier. Da wisst ihr wirklich, was daraus werden kann. Da braucht man kein Hellseher zu sein, nicht vorherzusehen. Man sieht, was ist, was daraus wird. Selbstredend, selbsterklärend, selbst erleuchtend, selbst aufleuchtend. Und damit lasse ich es jetzt. Das tat mal gut, mal einfach mal, versteht dich, das ist kein Hass, kein Groll, nee, kein Zorn. Ja, schon ein gewisser Zorn, ein kontrollierter Zorn mit Wut. Aber es ist nicht negativ, versteht ihr? Es ist nur sprunghaft in dem Fall. Ich will es euch nur geben, damit ihr versteht, dass diese Verdrehtheit, dieses verkehrte Wischiwaschi Denken aufhören muss. Weil es ist nur Vermischung, es ist wow, Chaos, wow. Ihr seid in ein Labyrinth in euch eingekehrt, weil ihr nicht mehr offen seid, ihr habt dazu zugemacht. Einfach. Und so. Gut, das war's mal und ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht so übel, ne, dass ich jetzt den Schöpferwissen-Team richtig fertig gemacht habe. Nee, ich habe ihn nicht fertig gemacht. Vielleicht erkennen Sie das selber, was Sie da praktizieren. Weil es ist egal, was ich sage. Ich bin bei denen abgestempelt sowieso. Es ist mir auch vollkommen wurscht. Ich kann auch sagen, Affentheater, Schauspiel, XYZ, Chromosom, Tralala, Hopsasa, Team. Es ist nur ein Wort. Es ist irgendein Team. Es kann auch ein anderes Team sein. Es kann, das bin ja ich. Ich kann auch sagen, Sung Chong, Joshua, hat hinhören gesagt, zuhören gesagt, hinschauern, dies, das. Ich habe das doch alles gemacht, deswegen hau ich das so raus. Aber um das vielleicht noch klar zu sehen, weil ich ja nicht mehr so bin, weil ich jetzt in diesem Moment nicht mehr so bin, nicht mehr so ist, wie ich bin, könnt ihr das beim Schöpferwissen gut sehen. Versteht ihr? Ihr könnt bei diesem Team das gut sehen, was ich damit meine. Was ich einst auch war wie sie. Wo ich gestanden bin, wo ich war, genauso wo sie gerade stehen. Also ich bin jetzt weitergegangen. Und um es zu veranschaulichen, zu gucken, zu sehen, ein Beispiel davon zu nehmen, ne, wahrnehmen, was ich damit meine. Weil allein durch das Reden, könnt ihr es nicht, aber wenn ihr dann das Schöpferwissen-Team vielleicht mit anderen Augen jetzt seht, was ich
gesagt habe über die oder über mich, ganz besonders über mich, was aus mir daraus geworden ist. Ja? Sagen wir mal so, es ist wie ein altes Stück im Museum, das ihr betrachtet, nochmal betrachtet, nur zulässt, nochmal wahrnimmt, ja? Und dann entscheidet ihr, was ihr wollt. Was ihr wollt. Wollt ihr das auch so ausdrücken, wie ihr es wahrgenommen habt, eingedrückt habt? Oder lässt es da stehen, wo es steht? Steht ihr, der Schöpfer ist ein Team. Ist einfach nur ein altes Museumskunstwerk, wo ihr nochmal hingucken könnt, hingucken, nochmal wahrnehmen, erfassen könnt, Eindruck und Ausdruck. Und dann entscheidet ihr, was wollt ihr? Wollt ihr das wie die? Oder wollt ihr doch selber von euch selbst heraus was werden? Wollt ihr grenzenloser werden oder begrenzter? Ja? Wollt ihr da stehen bleiben, wo sie stehen, oder wollt ihr weitergehen? Das ist nur eine Entscheidung. Seht ihr? Schöpferwissen-Team oder Affenzirkus-Team oder Joshuas-Team, Zungchungs-Team, ja? Ackermann-Team. Ist du wurscht, was für ein Team? Die Verpackung. Das ist nur eine Verpackung. Ich bin auch nur eine Verpackung. Ich bin nur eine Form. Aber die Energie ist immer gleich. Ob ich es jetzt so und so oder so nenne, das geht auch für mich. Ich habe Datenschränke voller alten Kunstwerke, Museumsstücke. Aber die sind noch hautnah da. Das kann man noch betrachten. Ja. Ich gehe in ein Museum, sieht das Schöpferwissen-Team, ja. Plus der Joshua dabei, altes Kunstwerk, ja. Eine alte, und dann betrachtet es nochmal. Betrachtet dieses alte Kunstwerk, ja, dieses alte Museumsstück, und dann entscheidet selber, was ihr wollt. Wollt ihr das alte Stück noch sein oder wollt ihr neu werden? Wollt ihr weiter ein neues Kunstwerk sehen? Bleibt ihr bei diesem Kunstwerk stehen, was ihr betrachtet, oder geht ihr weiter, um ein neues Kunstwerk zu betrachten, was vielleicht moderner, neuer ist? Für euch ansprechbar ist, wo ihr euch entwickeln könnt, wo ihr die Schönheit entdecken könnt. Das Schöpferwissen-Team ist nur wie ein Museumsstück, ein Kunststück, Kunstwerk, altes Kunstwerk, sage ich einfach mal so. Für mich, ich bin auch ein altes Kunstwerk in dieser Phase, in dieser Wahrnehmung, bin ich auch ein altes Kunstwerk. Aber ich bin jetzt ein neues Kunstwerk, eine neue Form. Neues Stück. Es klingt nicht mal negativ. Ihr könnt es nur nochmal betrachten. Sieht. Begleicht es, was ich sage. Und dann entscheidet selber, was ihr wollt. Ich gebe euch nur die Entscheidung. Ich gebe euch nur die beiden Seiten. Eine Medaille. Die Betrachtungsweise verschiedener Ausdrucksformen, verschiedener Verpackungen. Wo doch der Kern immer gleich ist, die Energie immer gleich ist, wo es hat sich verformt. Aber die ist immer wandelbar, sie kann sich immer wieder ändern. Das solltet ihr wissen. Für mich ist es wie ein altes Kunstwerk, Schöpferwissen-Team, was ich betrachte. Was ich selbst war. Wo ich mich darin sehe, das bin ich. Schöpferwissen-Team ist ich, bin ich. War einst ich, ist aber immer noch ich. Und deswegen kann ich es so sagen, wie ich es sage, ohne jetzt damit jemanden schlecht zu reden oder besser zu sein. Das klingt ja auch nicht so. Oder was meint ihr? Klingt es so, dass ich mich erheben will? Klingt es so, dass ich sie schlecht reden will? Nein. Ich betrachte es und sage euch, wie ich es sehe. Wie ich mich selber in dieses Kunstwerk sehe. Mein Eindruck, in das Ausgedrückte sehe, was ausgedrückt wurde, sehe. Aha, das bin ich. Das war ich. Das war einst ich. Jetzt bin ich das nicht mehr. Und darüber bin ich froh. Weil ich bin nicht stehen geblieben, ich bin weitergegangen. Ich wollte grenzenloser, bedingungsloser in der Liebe werden. Alles ins Gleichgewicht zu bringen. Alles in die Gleichheit bringen. Das solltet ihr wissen. Ich weiß, es klingt hart, es kann sein, das ist es nicht.
Man sagt ja, die Wahrheit tut weh, aber die Lüge bringt einen um. Aber so mal, steht nur. Für mich ist ja auch ein harter Schlag. Aber das muss jeder selber wissen, selber entscheiden. Ob das Schöpferwissen-Team das jetzt, ich erwähne sie jetzt hier nicht auch, ob sie das wissen oder nicht, das spielt für mich keine Rolle. Weil ich gehe weiter. Wenn die da stehen bleiben wollen, dann sollen sie da stehen bleiben. Ich mische mich da nicht mehr ein. Ja, in dem Fall kann man sagen, ich mische mich jetzt ein, weil ich, nee, ich kläre es für mich selber auf, für mich selber zu euch. Zu euch. Nicht hin euch, sondern zu euch. Damit ihr denn mal sieht, wie ich gesehen habe, wie ich mich gefühlt habe, was ich für ein altes Kunstwerk gehabt hatte. Und jetzt steht es in meinem Museumsschrank, in meinem Datenschrank, in meinem Museum, in meinem Informationszentrum drin und kann es nochmal betrachten, damit ich es niemals wieder vergesse, wo ich mal gestanden bin und was ich daraus gelernt habe. Und daraus gewachsen bin. Daraus, rausgewachsen bin. Kann ich es nochmal betrachten, damit ich es niemals vergesse, damit ich niemals wieder in dieser Verwirrung der Wortwahl, der Begrenzung zurückkehre. Da weiß ich, was ich nicht will und was ich will. Und weiter. Ich will da nicht stehen bleiben. Ich will nicht das alte Kunstwerk noch länger betrachten. Ich will ein neues Kunstwerk erstellen. Darstellen. Gestalten. Darum geht's. Was Neues erschaffen. Was schöner ist, was grenzenloser, bedingungsloser. Die Schönheit, die Freude am Leben. Ein neues Kunstwerk zu erschaffen. Es zu betrachten. Zu entscheiden, ob man es noch erweitert oder nicht. Oder es so stehen zu lassen. Dieses Kunstwerk, eine Statue, nennen wir es mal, ein Bild, geht weiter. Ihr eindrückt was. Ihr habt ein leeres Bild vor euch. Eine Leinwand, die weiß ist. Und euer Eindruck ist der Ausdruck des Gemäldes, der Statue. Eine formlose Statue wird zur Form gebracht. Die Form ist da, das Gemälde ist erstellt. Wollt ihr es noch ergänzen, erweitern? Oder ist es genauso, wie es sein soll? Lässt es da hängen, das Gemälde hängen, lasst die Statue stehen, die jetzt eine Form hat, und geht weiter zum nächsten Formlosigkeit, zum leeren Gemälde. Formlose Statue, Skulptur, formlose Skulptur, zack, performt's, geht weiter, performt's, geht weiter. Gemälde wird bemalt, passt es so, ist es so, was du willst, hast du das erreicht, geht weiter, zack, nicht beim alten Kunstwerk stehen bleiben, nicht stehen bleiben. Betrachten, wahrnehmen, alles darauf ziehen, den ganzen Eindruck, was ihr gehabt habt, ins Ausdruck zu bringen und das Ausgedrückte wieder in Eindruck und zu wissen, was du willst, weiter. Weiter, weiter, zack, 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 nicht verharren, nicht beim alten Kunstwerk, was schon vollendet ist für sich selber, stehen bleiben, immer weitergehen, immer ein neues Kunstwerk erleben, immer wieder ein neues Kunstwerk erschaffen. Ob Skulptur, Gemälde, was auch immer, die Formlosigkeit, keine Form hat, das Unbekannte bekannt machen. Die Formlosigkeit in Form bringen und weiter geht's. Weiter geht's. Da ist was. Ich performe es, ich gestalte es. Weiter geht's. Und somit habt ihr eine ganze Reihe an Vitrinen mit euren Lebenserfahrungen, ja, mit euren Entwicklungswegen, eure Skulpturen, euer Gemälde, euer Kunstwerk, euer eingedrücktes, was ihr eingedrückt, eure Ideen ins Ausdruck gebracht habt, eure Wahrnehmung erfasst habt, in Form gebracht habt. Und jetzt geht ihr weiter. Ihr könnt es immer wieder betrachten, wenn ihr wollt, damit ihr niemals vergisst, wo ihr mal wart. Damit es vollständig bleibt und nicht denselben, nicht dasselbe Kunstwerk nochmal macht, weil ihr habt es ja schon. Wozu dann nochmal dasselbe Kunstwerk erschaffen, wenn ihr es schon habt? Ihr müsst das Rad nicht neu erfinden. Ihr könnt darauf aufbauen. Weiter. Weiter. Aha, das habe ich getan. Der, und daraus bin ich geworden. Das ist gekommen. Das ist gekommen. Das ist gekommen. Nicht vergessen, ey, das war nicht so gut. Weg damit, da fehlt euch was. Vergangenheit, Zukunft, Gegenwart. Die Vergangenheit. Also das gehört nicht zu mir, da fehlt euch ein Kunstwerk. Das ist seid ihr unvollständig.
Das war diesmal ein guter Beitrag. Okay, dann wünsche euch was. Ich muss jetzt noch was machen und alles Liebe von mir. Wie gesagt, nimm's nicht zu persönlich. Hart, aber herzlich, Freunde. Hart, aber herzlich. Hammerhart. Englisches Wort. Hart, Herz. Hammerhart. Hart, aber herzlich. Geh jetzt zu und hin. Wahrnehmung, Erfassung. Eindruck, Ausdruck. Zulassen, loslassen, stehen lassen. Ist immer dasselbe. Anders verpackt, aber immer dasselbe. Weiterentwicklung. Immer weiter. So, alles klar, dann.